Peace, Leute, und was geht ab? Peace, Leute, was geht ab? Und herzlich willkommen zu unserem neuen Dönerwettessen mit Getränk versus Prank, Bro. Ich bin's, Marvin. Gelbes. Revanche. Ja. Letztes Mal haben wir ja verkackt mit den Nuggets. Ich finde, dafür, dass wir das gemacht haben, waren wir richtig gut. Egal, eigentlich. Aber heute bin ich irgendwie guter Dinge. Ich weiß auch nicht. Döner-Wettessen gegen die Prank Bros. Das haben wir ewig ja, nicht mehr gemacht. Du hast es ja ausgerechnet. Die haben zwar nicht eine Zeit laufen lassen, aber ohne Cut. Und deswegen genau, 4 Minuten 52. 4 Minuten 52. Bis der erste fertig war. Oh, easy, easy. Der Timer wird dann laufen und genau. Das ganze Ding muss wegverputzt werden. Mit Getränk. 0,5 Liter Getränk. Warum haben wir eigentlich 0,5 Liter? Ich verstehe das. Übel viel. Ne? Viel. Ja. Das muss beides verputzt werden. Bestrafung, ja, wenn wir verlieren, würde ich sagen, ich glaube, gegen die Prankbots zu verlieren, ist schon Bestrafung genug. Miese Oliven. In deinen Mund kauen und runterschlucken. Oh! Oh! Wenn ihr auf jeden Fall Bock hättet, dass wir jetzt immer, wenn die neues Wettessen hochladen, dass wir das auch wettessen, dann lasst einen Daumen hoch da. Und Hashtag Glocke aktiv und dann seid ihr am Und bei okay. 10.000 Likes kommt das nächste Wettessen. Und wenn die nicht erreicht werden, kommt trotzdem das nächste Wettessen. Ja, stimmt. Ich habe auf jeden Fall dick Hunger. Ich hoffe. Ja, ich komme gerade vom Sport. Also ich habe eigentlich auch richtig Kohldampf, ne? Eigentlich. Und dann würde ich mal sagen, schauen wir uns das mal an. Saftigen Döner am Start. Ich bin übrigens sehr schlecht im Döner essen. Es könnte sein, dass ich eingesaut bin. Mein Döner sieht so aus. Der sieht wild aus. Der ist nicht so breit, ne? Aber der dick. Ist dick. Sieht aber genüsslich aus. Ne? Sieht sehr, sehr lecker aus. Schaut euch das mal an. Gucken, gucken, gucken. Was ein dickes Ding das ist. Auch überschaubar, überschaubar. Sehr überschaubar. Richtiger Klopper. Ja, Klopper. Also, du meintest 4 Minuten 52. 4 Minuten 52, okay, Schatz. Halt dich ran, Alter. Oh, ich will es heute wirklich schaffen. So, puh. Und go! Boah. Geil. Ich finde den lecker. Saftigen Döner. Extrem lecker. Daumen hoch, wenn ihr gerade Hunger habt. Und wenn ihr jetzt Hunger habt, auf jeden Fall Daumen hoch. Fett das. Ich liebe viel Fleisch. Ein Drittel. Diese Gestöhne. Ich kaue lieber besser, statt zu viel zu beißen. Sorry, für wenig reden. Wir müssen gewinnen. Helfen. Kieferkrampf. Kieferkrampf, ne? Ich kaue lieber besser, statt zu viel zu beißen. Mmh. Aufgepasst. Wo tut man noch Fleisch? Selbst unten ist der noch so dick. Eine Minute. Komm. Oh. Ich hilf dir. Nein. Mann! Das kann ich sagen. Die haben safe einen Cut reingemacht. Okay. Huh. Geile Mahlzeit auf jeden Fall. Ich glaube, die haben sich nach Schülerdünner genannt. Nein! Der Locker, der sah halt einfach nicht so groß aus. Auch überschaubar, überschaubar. Sehr überschaubar. Ey, aber guck mal, ich finde, wir haben beide schon echt gut gegessen in 4,5 Minuten. Fast 5 Minuten. Ich finde, dafür, dass wir das gemacht haben, waren wir richtig gut. Ich habe die ganze Zeit mit Essen im Mund getränkt, damit es aufbeißt. Pfeife es. Easy, easy. Mann! Das kann nicht sein. Vielleicht ist es auch schon bei denen so jahrelange Übungen. Also, wir sind erst neu. Junge, die haben ihr Maul aufgemacht, da war schon der halbe Döner weg. No front. Oh,
Aber ich finde, ohne Witz, dafür ich lange keinen Döner mehr gegessen habe und ich eigentlich nur noch Rührei Döner essen möchte, finde ich den jetzt gar nicht mal so schlecht. Der war sehr krass. Guck mal, alleine. Brot. Ich zeig euch das Brot. Wie dick das Brot unten ist. Und sorry, meine Hand voller Soße. Und so schon fluffig und so. Ey, bei mir war Soße perfekt. Ja. Bei mir war nicht so viel Soße drin. Und ich lieb's ja, dass nicht so viel Soße ist. Alter. Aber es fühlt sich jetzt schon komisch an im Bauch. Meiner war einfach besser als deiner. Ich wollte bei mir, habe ich eh so. Junge, wie du noch genießt, Alter. Ich genieße meinen Döner langsam. Oh, diese Servietten stinken so nach Dönerbude, Alter. Kennt ihr das, Leute? Wenn die Servietten beim Dönermann einfach so nach ekelhaften Pommesfett und so riechen, das ist so Dönerbuden-like. Die Servietten niemals. Nee, Mund, Nase. Mund. Ja, Leute, gebt einen Daumen hoch, wenn ihr sagt, ey, trotzdem gut mitgehalten und nächstes Mal ist es soweit, da schlagen wir die Prank Bros. Richtig, haltet uns auf jeden Fall auch auf dem Laufenden, falls ihr mitbekommt, die haben ein neues Wettessen hochgeladen, dann schreibt uns auf Insta. See just food. Genau, hier ist die Einblendung. Ansonsten Leute, schreibt auch gerne mal in die Kommentare, wo wir noch so Wettessen machen können, also vielleicht so andere Dinge, Wettessen. Ja, und auch eure Videoideen könnt ihr immer runterschreiben, weil das wird uns sehr viel weiterhelfen. Ansonsten, Leute, war's es dann mit diesem Video und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder nächsten Sonntag um 12 Uhr auf unserem YouTube-Kanal. Auf YouTube. Genau hier. Aktiviert die Glocke. Glocke aktiv. Glocke aktivieren. Aktiviert. Oh ne, jetzt. Geile Mahlzeit auf jeden Fall. Irgendwann sitzen wir mit den Prank Bros zusammen an einem Tisch und schlagen sie. Also nicht beim Essen, sondern in die Fresse.